Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Secret of Mana. Wieder dabei ist mit mir MikroXC. Guten Tag. Puh, ja, hier sind wir nun vor dem nächsten großen Dungeon. Wir sind gut ausgerüstet, haben alles, was wir brauchen. Der Neli hat den Tiger-Bikini und wir haben alles, was wir brauchen. Lasst uns reingehen, mal gucken, was uns erwartet. Der Dungeon wartet. Der Dungeon wartet auf uns. Wir haben gerade momentan echt ein paar Probleme, was das Internet angeht, beziehungsweise ich. Richtig. Deswegen werdet ihr so ein paar kleinere Lags mitbekommen. Oh Gott, ein Auge, Alter. Ja, ein Höllenzyklop oder das so heißt ist, das Ding hier. Das ist The Eye of the Tiger. Was, der kopiert sich auch? Früh. Oh Gott, natürlich. Klar. Kopiert er sich auch. Oh, das wir müssen aber erstmal nach oben, ne? Da oben gibt es 2 Orbs zu holen. Ah, okay. Dann auf nach oben. Ja, ich habe gerade ein paar... Vodafone macht bei mir gerade ein paar Probleme. Ja, Ping-Probleme. Das ist richtig scheiße für uns gerade zum Aufnehmen des Let's Plays. Ja, und deswegen werde ich wahrscheinlich hier öfter mal, dass ich nicht die Gegner treffen. Genau, wundert euch nicht. Und das wird auch bei mir Omenglotze heißt das Ding. Achso, Höllenauge waren die normalen, ne? Ja. Bin mir halt nicht sicher. Richtig. Kommt mal vor. Da, ihr merkt es schon, Leute. Immer wieder steht da unten Resumed. Das ist halt leider so. Da können wir im Moment halt nichts ändern. Entschuldigt das. Hoffentlich gibt sich das für in den nächsten Tagen wieder. Für euch als Zuschauer ist es nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich nach rechts hauen. Na komm. Für euch als Zuschauer ist das nicht so schlimm wie für uns als Spieler, weil ihr seht das Spiel halt, ne, wie das Spiel ist. Richtig. Wir... Hadesauge? Ach nee, das Ding heißt Hadesauge. Die anderen waren die Ohrenglotze und ich fackel gerade ab. Ich merke das, ja. Die Sache ist halt die... Ja, bei uns leckt das halt bei mir, wenn das so resumed kurz. Genau, damit wir auch synchron und sind. Und ich komme halt und ich schlag halt auf daneben, weil das ist halt extrem... doof manchmal. Das resumed halt immer, damit wir synchron... Oh Gott, das sind die Geister, lass uns wegrennen. Die Geister können wir nämlich nur mit Magie besiegen. Eben. Und ich bin halt so... jetzt in diesem Part und den nächsten halt relativ unnütz, was die Waffenangriff bedeutet. Der hat sich einfach geheilt, der Lappen, Alter. Dieses eklige, widerliche Glubschauge. Ich hoffe echt, das kriegt Vodafone im Griff, Alter. Ich könnte kotzen. Ja, wir beide könnten kotzen. Also, das ist halt echt scheiße fürs LP. Aber ich hoffe, euch stört das nicht und euch macht das LP trotzdem Spaß. Das wird sich hoffentlich nächste Woche geben. Also, wenn wir nächste Woche aufnehmen. Oder jetzt diese Woche Samstag noch. Mhm. Weil vorher hatten wir diese Probleme nicht. Da kam das Resume zwar auch ein paar Mal, aber jetzt schwankt das im Moment ganz krass. Wie zum Beispiel jetzt. Jetzt kommt das gerade gar nicht mehr. Das ist komisch, ne? Liegt es an der Jahreszeit? Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Omenglotze also ist erledigt. Ich habe ja schon mal im Privaten gesagt, da ich hätte gerne halt irgendwie eine Prüfstelle, die halt das kontrolliert, was bei Vodafone ist, weil ich habe das Gefühl, die... Bogenorb, nice. Die drosseln ihr eigenes Internet zugunsten von sich selber, weil die meisten Leute, die Tarif buchen, Mac gucken ja eh nicht nach, was für Tarif sie haben, wie viel reinkommt. Ja, eben, genau. Ich bin halt relativ zufrieden, aber auch bei mir gibt's gerade ein paar Probleme. Meine Downloadrate passt überhaupt nicht. Ich habe fucking Glasfaser und ich krieg nur 150.000 rein und wir haben aber 400.000 gebucht. So ein bisschen aus dem Privaten mal gequatscht. Mhm. Und ja, bei mir ist es halt anders. Ich hab eine 100.000er gebucht. Ja. Und kriege manchmal 55 rein, Mbit. Und manchmal 100 und manchmal 150. Ja, nice. Das ist richtig merkwürdig. So, wollen wir einfach durchlaufen oder wollen wir die ein bisschen mitnehmen? Ich wurde gezäppelt, Alter. Oh. Ja, du hast ja einen Hammer. Wie, ich hab einen Hammer? Wir haben doch den Hammer, den Gummihammer. Ja, aber wir wurden noch gezäppelt, nicht verkleinert. Ach so, ja. Ich hab was verwechselt. Genauso wie das mit dem Glutbullen. Das ist halt ein anderer Boss. Der Bulle, den wir gemacht haben, der war gar nicht so heiß. Es war nur ein Minotaurus. Stimmt. Dieser Kacklappen, Alter.
Aber trotzdem, die Foltermethode mit dem eisernen Bullen, die ist wirklich heiß. Heiß ja, und fettig. Hot. Ziemlich hot. So, jetzt kommt das Resume fast gar nicht. Das ist so merkwürdig. Ja, trotzdem ist der Lag halt noch real, ne? Ja, auch bei mir merkt man das. Wenn das dann wieder resumed, geht das voll klar. Aber sobald wir dann wieder ein bisschen spielen, ist das halt wieder richtig hart, Alter. Ich komme ja nicht aus der Tür raus. Jetzt ist das Resume gerade wieder... Ihr seht selbst, Leute. So. Sei froh, dass ihr nicht spielen müsst gerade. Weil das ist echt die Qual. Ja, das glaube ich. Aber auch für mich ist das nicht einfach, weil ich merke den Lag ja trotzdem mit. So, den Lag, aber du hast halt die Verzögerung nicht noch zusätzlich. Ja, genau. Die habe ich... Doch. Das Problem, ich schlage halt extrem daneben. Doch, die Verzögerung kriege ich auch mit. Möchte. Die Verzögerung kriege ich auch mit, aber nur, wenn es jetzt länger nicht resumed. Dann habe ich nämlich auch eine Verzögerung drin. Ja. Die ist halt aber nicht so extrem wie bei dir jetzt. Ah. Gott, diese Schleime. Oh Gott, lass es laufen. Scheiß auf ich den. Ich wollte eigentlich schlagen, aber er hat nicht geschlagen. Okay, scheiß gut, auf das, die Kackwolke, Alter, weg da. Oh, Zombies, Alter. Oh nein, das ist so ein Tomatenmann, oder? Ja, aber die kann man wenigstens treffen. Also ich treffe den gerade gar nicht. Ja, der hat halt eine hohe Ausweichrate, aber den kann man wenigstens normal treffen, ohne Zauber. Ach so, den anderen nicht? Den anderen glaube ich nicht, nee. Der andere Wald muss halt mit Zauber, glaube ich, angreifen. Gott, auch oder diese... Kommt oder zumindest ganz selten mal. Auch diese verkackten Zombies haben so eine hohe Ausweichrate, das ist richtig krass. Ich finde es ja geil, die Zombies sehen halt aus, wenn man die trifft. Die tun so, als wenn man sie entblößt hat untenrum. Geil. Das ist ja wie dieses eine Buch, was den Porno drin hatte. Da wurde das Buch... Hey, die gucken halt so, ne? So, als wenn man macht Hand vor ihrem Schritt so... Ah, ja, da wurde das Buch halt auch entblößt, ne? Der ist... Fleischfetzer heißen die, Alter. Geil. Oh, dieser dieser Tomatenmann, ne? Er tötet die zuerst. Ich bin dabei. Ja, haben wir endlich. Gut. So, weg da. Oh, der hat eine Truhe fallen lassen. Hier ist noch ein Orb. Hier ist noch ein Orb drin, sagtest du? Yep. Lanzenorb. Wie lange werden wir für den Tempel noch brauchen? Was sagst du? Der geht ein bisschen länger hier. Also schaffen wir auf jeden Fall nicht in diesem Part. Wir sind jetzt schon bei 7 Minuten, haben wir gerade mal die Dinger oben, die Truhen geholt. Ja, wie... Denkt man nicht, was wir jetzt... Oh, Neli, komm! Was macht Neli denn da hinten? Ich hab keine Ahnung. Und jetzt hat er es gerade 3-mal hintereinander resumed. Hast du das bestimmt gemerkt, ne? Nein! Dieser krasse Lag. Gibt's nur einen Weg runter oder können wir auf der anderen Seite runter? Es gibt 2 Wege runter, aber ist egal. Okay, dann lass einfach runtergehen. Ich will eigentlich gar nicht in die Gegend reinlaufen, aber es tut mir leid. Du kannst nichts dafür. Du musst dich nicht entschuldigen. Das ist dann hier halt ist noch eine Tür. Ach, da ist noch eine Tür. Waren wir da nicht schon drin? Ja, nee, wir waren noch nicht unten in irgendeiner Tür. Nee, stimmt. Aber hier ist eine schön designte Sackgasse, ne? Ja, geil. Finde ich auch. Lass uns aus dieser schön designten Sackgasse rausgehen. Ein paar Schränke. Ja, aber den Soundtrack hier... Auf der anderen Seite ist das genauso. Ach so, okay. Aber wir können ja trotzdem reingehen. Lass mal sicherheitshalber rein. Eine andere schön designte Sackgasse. Ja. Weißt du, was das hier soll? Ich weiß nicht, vielleicht war ja früher mal mehr geplant, ne? Ich denke auch. Shoutout an Chrono Trigger. Was einige Features von Secret of Mana bekommen hat. Oh Gott, lass uns gehen. Hast du Chrono Trigger eigentlich gespielt? Nein, Chrono Trigger ist auch noch ein Spiel, was ich nachholen muss. Ich habe es mal geplant zu Let's Playen. Ah, okay. Genau, wie ich geplant habe, war Seiken Densetsu 3 zu Let's Playen. Genau, also der Nachfolger von Secret of Mana. Bei den habe ich nicht mal gespielt. Ah, okay. Also kann man Chrono Trigger auch zu zweit spielen? Nein. Ah, schade. Ja, wenn du das dann als Let's Play gemacht hast, kann man das ja bei mir wieder als Partnerprojekt bringen. Was, Chrono Trigger? Ja, Chrono Trigger. Alter. Ja, ist halt viel mehr Story, ne? Also ich treffe die Augen nicht. Ja, ich komme gerade auch nicht an die Augen ran. Komm einfach runter. So. Oh, wow. Ich habe meinen vierfach aufgeladenen Special-Angriff eingesetzt. Kann sogar sein, dass eine höhere Trefferquote hat. Ja, ich lade gerade nochmal auf, um das Auge gleich zu killen. Was, darf sie nicht zappeln? Na? Ja, nice. Nice, was war das denn, Alter? Hat nichts gebracht, du. Ja, weil ich ihn mit einem Zauber angegriffen habe, ne? Lass runtergehen, scheiß drauf. Einmal will ich noch. Okay. So.
Nee. Das Lustige ist, nur der erste Hit zählt, ne? Geil, Alter. Oh, krass. War so ein Special. Lass uns gehen. Die Specials sind halt total unnötig, wenn du mehrmals hintereinander zuschlägst. So, weg hier. Fledermäuse. Die Specials sind halt richtig unnötig, weil du, wenn du mehrmals zuschlägst. Ja, eben. Zwar sind die stärker, aber... Sie brauchen viel zu lange zum Aufladen und in der Zeit machst du halt einfach genau den gleichen Schaden. Oder mehr sogar, ja. Deine Waffenstufe ist Stufe 4. Da ist eine Truhe. Oh. Ja, das Problem ist natürlich auch, nur der erste Hit deiner aufgeladenen Attacke zählt. Das heißt, du schlägst mehrmals zu, aber die zwei Hits danach haben keinerlei Wirkung. Moment, wir heilen uns nochmal. Die sehen halt nur gut aus, die Attacken. Ja, eben. Man muss schon sagen, Zirk auf Mana hat vieles Zeug, was gut ist. Aber vieles auch, was... Es wird halt nicht ausgereizt. Genau. Oh Gott, jetzt kämpfen wir gegen 1000 Schleime, Alter. Nee, nur gegen 3, aber einmal von jeder Geschmacksrichtung. Oh, lecker. Einmal Kotze, einmal... Ich hab Waldmeister getötet gerade. Waldmeister? Dann müssen wir noch Erdbeer, ja. Und Erdbeer und Himmelblau töten. Was ist eigentlich deine Lieblingseissorte? Meine Lieblingseissorte? Das ist eine schwere Entscheidung. Ich würde sogar sagen Banane. Oh ja, Banane habe ich auch eine Zeit lang am liebsten gehabt. Dann war ich eine Zeit lang voll der Nuss-Fan. Ja. Und jetzt mittlerweile esse ich lieber so Orangeneis, weißt du? Oder Cola. Obwohl ich früher nie so der Cola- und Orangen-Fan war, weil es halt so fruchtig ist. Okay. Aber mittlerweile mag ich eher das fruchtige als statt dieses milchige Eis. Ich mag milchiges Eis gerne, aber es muss dann, was halt leider so selten ist, dass richtige Milch dafür verwendet wird. Aber ich mag auch dieses fruchtige Eis ganz gerne. Gerade Orange schmeckt richtig nice. Ja, man kann es einfach so schön, ist auch erfrischend, ne? Dir ist warm, du kannst halt schnell, oh Gott, dir ist warm und du kannst halt schnell mal so ein frisches Fruchteis snacken. Eben. Und bei so, da hast du halt, wenn dir wirklich warm ist, wenn dir wirklich richtig heiß ist, da hast du eigentlich auch keinen Bock so auf Milcheis. Also sowas wie Nogger und sowas, ne? Ja. Hier ist die Tür. Aber so ein Nogger ist schon ziemlich nice. Ja. Ist schon nice. Aber ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Über eine Zeit lang war ich ja auch eher der Fan von Milcheis. Ich hätte ja mal so richtig Bock auf so ein Meersalzeis, ne? Hast du noch nie gegessen? Nein, das gibt's leider in Deutschland nicht. Ja, importieren das, kann man es schwer, ne? Eben, das kriegst du nur in Japan, in Disneyland, da glaube ich. Da kriegst du Meersalzeis. Da hätte ich richtig Bock drauf. Wir wissen, wie es schmeckt. Ja. Oder man muss mal im Internet das Rezept raussuchen. Ich weiß von allen, die das probiert haben aus dem Disneyland, dass das richtig geil schmecken soll. Wie auch im Spiel Kingdom Hearts. Das soll richtig gut schmecken. Ja, die Sache ist halt, ich sag immer, die Sache ist halt, ne? Aber. Das Ding ist. Salz in der geringen Menge merkt man auch kaum. Das fördert eher den Geschmack. Richtig. Und bei Eis ist das auch nicht so schlimm. Ich zum Beispiel habe letztens gekocht. Guck, hast du den angeguckt? Der dance hier erstmal rum, weil der schön den Moonwalk, dieser Lappen. Den mache ich auf Thumbnail so. Ich hab gestern gekocht und hier mein Fleisch angebraten, was am Ende gekocht wird. Ja. Und ich habe Suppe gemacht und da habe ich dann Würstchen angebraten. Und damit die Wurst nicht sofort ins Wasser ausquillt vom Geschmack, damit der Geschmack nicht komplett im Wasser abgegeben wird, sondern in der Wurst auch ein bisschen bleibt, habe ich die natürlich angebraten. Ein bisschen Zucker drüber gestreut zum Beispiel. Ja. Dann verkrustet das eher und dann entlässt es nicht die Inhaltsstoffe. So, ich lade gerade auf. Aber Essen ist eigentlich eine gute Sache, ne? Ist ein gutes Thema. Ja. Gerade hier die. Das ist gerade richtig nice. Na, was habt ihr euch schon überlegt, was ihr euch zu Weihnachten macht? Ich? Ja. Ich bleib zu Hause. Also ich meine, was zu essen. Ach so, da meistens gibt es in der Familie halt das Klassische, ne? Würstchen mit Kartoffelscheiß. Ja, genau. Das machen wir auch an Heiligabend, aber für den ersten und zweiten Weihnachtstag haben wir was anderes geplant. Wir essen... Also... Möhrenmus. Mit Mettenten und Kassler. Ah, okay. Haben wir richtig Bock drauf. Schmeckt auch. Bei mir in der Familie läuft das halt meistens klassisch ab, also zumindest bei meinen Eltern und so weiter. Da ist das halt eher so Heiligabend,
Kartoffelsalat und Würstchen, ja, ist bei uns auch so. Und meistens dann Ente und Kaninchen am ersten oder zweiten Weihnachtstag irgendwie so. Genau, da hat sich meine Mutter schon beschwert. Die hat gesagt, Möhrenmus isst man nicht zu Weihnachten. Und dann sage ich, ach scheiß auf Tradition, ich hab Bock auf Möhrenmus. Alter, mir ist es auch völlig Wuppe, ne? Ich würde mir sogar eine Pizza bestellen am Heiligabend, wenn es nach mir gehen würde. Echt so, ich esse das, worauf ich Bock habe, hab ich dann gesagt. Und dann will ich das auch essen. Aber im Endeffekt finde ich jetzt, man sollte schon was kochen. Genau, und deswegen kochen wir halt Möhrenmus. Da haben wir Bock drauf, das zu machen halt einfach. Wir haben mit Kassler und schön Salz, Pfeffer auf den Möhrenmus rauf. Oh, lecker, ja, nice. Das ist der Shit, den wir wollen. Ja, richtig. Und meine Mutter dann, aber das isst man nicht zu Weihnachten. Und ich, nee, scheiß drauf, scheiß auf Tradition, wir wollen Möhrenmus kochen. So machen wir das auch. Und dann schön mit Salz und Pfeffer richtig abgeschmeckt. Oh, geil. Das ist geil, ja. Ich kriege jetzt schon die Feuerbälle ab. Ja, wir sollten auch mal heilen, sonst wreckst du uns gleich weg. Und das wollen wir nicht. Cool, hast du gesehen, der macht mir den Moonwalk. Ja, guck mal, der dreht halt richtig durch, der Typ, Alter. Der weiß halt, wie man feiert, ne? Ja, ich glaube, den sollten wir auch mal einladen, ja, ey. Der hat Ahnung, Alter, zu Silvester, hier. Komm mit, denn das ist Michael Jacksons Rückkehr. Ja. Er geht halt richtig ab. So, hier können wir bestimmt nicht lang. Naja, hier ist der Boss, wollen wir wetten? Nein. Oh Gott. Au! Ach nee, ich bin ausgewichen. Sehr gut. Er rüstet sich mit Feuerklinge aus, dieser Lappen. Ja, der kommt halt nicht dazu. So, tschüss. Man fragt sich halt immer, wofür die Leute diese Feuerklinge brauchen, wenn die eh nichts können. Echt so. So, können wir hier rein? Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Eine geile... Nein. Nee, komm, lass stecken, schnell mal hier lang. Scheiß mal auf die Wolken. Fledermäuse. Wir müssen aber nochmal zurück. Ja, aber Essen ist eigentlich so ein Thema, darüber kann man sich echt gut unterhalten. Ich mag zum Beispiel auch ganz gerne Senf. Senf ist das Beste. Senf ist das Beste, Alter. Es kommt auf an, was für ein Senf bei mir. Also ich mag sowohl scharfen als auch pikanten Senf, also mittleren pikanten Senf, aber ich mag keinen süßen Senf. Ich auch nicht. Von süßen Senf kriege ich Durchfall. Ich mag süßen Senf gar nicht. Der schmeckt halt einfach nicht wie Senf. Er schmeckt halt einfach süß. Oh Gott, das ist... Nee, süßen Senf mag ich aber auch nicht. Ich mag es halt auch lieber eher scharf, mittelscharf, scharf. Ja, genau, ich auch. Oder Wasabi. Oh, Wasabi, Alter. Ignoriere die. Die sollen wir ignorieren. Ja, geh auf Schalter auch rauf. Ach so. Gut. Ein seltsames Geräusch. Sollte da nicht stehen, ein seltsames Geräusch ertönt? Kannst du mich früher erinnern? Ich glaube, da hatten wir mal Wasabi zusammen gegessen. Und da habe ich mal eine ganze Tube mal so im Mund gedrückt. Ne? Ja, oh krass. Oh, war das scharf, Alter. Das kann ich mir richtig vorstellen. Und vor allem, es ist ja nicht einfach nur scharf, weißt du. Es steigt halt voll in die Nase. Ja, eben. Aber das Schöne an so einer Schärfe wie Wasabi oder Senf ist, sie bleibt nur für ein paar Sekunden. Dann ist sie halt einfach komplett wieder weg. So, aber wenn du dir dann so eine Peperoni gönnst, da bleibt die Schärfe halt wirklich eine längere Zeit. Und das ist eine richtig unangenehme Schärfe. Ja. Deswegen mag ich Wasabi auch so gerne. Ich liebe Wasabi einfach. Weil das so eine... Was ich auch gerne als Kind gegessen habe? Na was? Erzähl. Center Shock. Oh, die habe ich hier gerade noch zu Hause. Wir haben hier noch 6 Stück davon liegen. Die Sache ist halt leider die sind heute nicht mehr so sauber wie früher. Leider nicht mehr. Früher irgendwie. Waren die halt echt heftig, ne? Also die haben ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich einen gegessen und mir haben die Wangen hinterher noch wie paralysiert angefühlt, so krass waren die. Ich erinnere mich da an die eine Szene von Captain Hero aus Drawn Together, wo er sich da eine Zitrone reindrückt und er dann nur noch sagt so, sauer. Das erinnert mich daran so hart. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Die damaligen Center Shocks waren schon heftig. So, müssen wir jetzt lang. Ah, die Stacheln sind runtergegangen. Die Stacheln weg. Okay. Aber unten waren auch noch die Stacheln weg. Ah, wo lang zuerst? Wir gehen erstmal hier, ne? Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht finden wir hier was Center Shocks. Und Moonwalk dancende Zombies. Und eine Truhe, die ich mir gönne. Gönn dir die Truhe. Schwertorb! Nice. Dann ist das Schwert ja schon. Wollen wir alle Orbs mitnehmen, ne? Ja.
Alter, dieser Dungeon gefällt mir, weil er so lang ist. Also dieser Tempel. Der ist nicht doppelt so lang, sondern sogar auch sogar doppelt so viele Bosse. Yep. Aber wir nehmen auch relativ viele Gegner in diesem Dungeon hier halt jetzt mal mit. Au. Eben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gezäppelt werde. Oder gemogriet, wie man es heute sagen würde, wahrscheinlich. Ja, die heißen ja nicht. Aber wir sind auch gut gelevelt. Ja, die heißen ja nicht mehr. Oh, oh Gott. Oh, oh, oh. Der scheiß Zombie, Alter. Hat zum Glück keinen Schaden, macht die halt nur langsamer. Ach so. Ja, weil früher hießen die ja Zappler, glaube ich, oder Zeppler. Und heute heißen die Mogris. Na, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, die heißen hier nur Zappler, weil es halt, weil Mäus halt so dumm ist beim Übersetzen halt. Das kannst du haben. Ja, Entschuldigung, ich bin halt, ja, ich bin halt einer der Kritiker von der Ding. Oh, hier ist nichts, war ja klar. Das Einzige, was Mäus wirklich Gutes hervorgebracht hat, war der Name Pogo-Puschel. Das stimmt allerdings. Komm, da komm her. Nur leider heißt der Pogo-Puschel nicht mehr Pogo-Puschel im Remake. Ja. Wie hieß der da nochmal? Mümmler. Genau. Hinter euch ist eine Tür. Ich genauso witzig. Ja, Mümmler finde ich aber genauso witzig. Finde ich aber nicht so geil wie Pogo-Puschel. Pogo-Puschel natürlich besser, ja. Ich glaube, da gab es auch einige Kritik, ne, zu dem Namen von Pogo-Puschel. Da gab es bis jetzt kaum, habe ich bis jetzt kaum Kritik mitgekriegt. Aber es gab halt der Mäus stand halt früher echt eine Kritik, die man der Terranigma übersetzt. Ja. Nicht nur. Soweit ich weiß. Obwohl man nicht vergessen darf, dass der Mäus da wenig für kann, wenn er so ein direkt aus dem Japanischen übersetztes Skript einfach bekommt. Naja, ich sag mal so, Mäus ist einer der Dudes. Der würde, wenn es nach ihm geht, Peniswitze im Spiel einbauen. Das wäre, wenn es zu gegebenen Anlass und nicht in der Story vorkommt, wäre mir das halt wirklich egal. Nee, ne? der hat früher mal Secret of Evermore übersetzt. Ja. Und hat das Spiel einmal für sich und das Team einmal komplett übersetzt. Ja. Aber das und einmal für die Öffentlichkeit. Seine Version wurde nie zugänglich, weil er sie für sich selber behalten hat. Die Übersetzung. Ah, schade, ich hätte gerne gewusst. Für Secret of Evermore. Hätte gerne gewusst, was da vorkommt. Und da sind halt viele FSK 18 Witze. Die hätte ich gerne gesehen, das hätte das Spiel bestimmt richtig witzig gemacht. Ja, aber dann würde man das Spiel aber auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, eben, aber. Also, es kommt drauf an. Secret of Mana hat beispielsweise eine ernstere Geschichte, als hier ein suggeriert wird. Ja, genau. Es kommt für mich aber drauf an, sagt das jetzt irgendein random NPC? Bringt er jetzt irgend so einen random Peniswitz? Dann ist das halt witzig. Aber wenn das in der Story dann vorkommt, die halt wirklich sehr ernst ist, dann ist das schon halt nicht mehr so geil, ne? Wenn mir ein random. Also es gibt schon manchmal. Also das Spiel hat manchmal seine Momente mit komm her, Küsschen, Püppi. Ja, genau. Oder. Es ist schon lustig teilweise, aber. Ich hätte es gern auch ein bisschen ernster gehabt, ne? Wenn ich mir an Terranigma, an Hollerö denke, wo er manche Gegner mit einem Akzent versehen hat. Aus Österreich oder was weiß ich, woher das kommt. Schweizer Akzent, glaube ich. Scheiße, Alter. Ja, und das als Text? Das kannst du doch niemandem antun. Nee, kannst du auch nicht. Ich sag dir nur, googelt demnächst mal einfach mal Hollerö. Da sagt ein Typ Hollerö. Hollerö, geil. Ich glaube, irgendwie so war das. Ist so lange her. Ich glaube, es war bei Terranigma. Nice. Jetzt hat sich. Ich habe Terranigma halt nie weit gespielt und ich weiß halt nur aus Erzählungen. Deswegen. Das Spiel scheint sich jetzt gerade gefangen zu haben. Nee, ich rede gerade davon und es geht wieder los. Geil. Ich sollte meine Fresse halten. Hab ich mir auch gerade gedacht. Das Spiel sagt einfach: Oh, halt deine Fresse. Oh Gott. Nee, aber trotzdem. Ich meine halt so ein. Du kannst halt so mal bei einem unwichtigen NPC so einen nichtssagenden Peniswitz bringen, aber wenn das mitten in der Story kommt oder mit wichtigen Charakteren zu tun hat, ist das kacke. Ich sag mal so, ein Peniswitz muss jetzt nicht unbedingt gebracht werden. Naja, wenn es ein random NPC ist, der vollkommen unwichtig ist und in so ein... Ja, aber ein Peniswitz passt halt nicht, muss halt nicht sein. Das könnte auch irgendwas anderes Witziges sein, was darauf anspielt, aber jetzt direkt Penis ja, sagen und ich, so. Ja, so meinte ich das auch, dass du halt schon weißt, dass das halt so was Zweideutiges sein kann. Aber es ja. sollte halt nicht direkt mit der Story verbunden sein, dass wichtige Charaktere sowas bringen oder sowas sagen, dann wie Küss mich, Püppi. Das ist halt schon, das macht die Szene, die eigentlich gar nicht so witzig sein soll, halt einfach todeslächerlich, wie du gesagt hast.
Und eigentlich für. Naja, Secret of Mana ist halt auch teilweise echt. Zu der Zeit, wo das Spiel rauskam und dann die frühen 2000er, da gab es halt so viele Fangames zu allen möglichen RPG-Maker-Spiele und so weiter. Das wurde halt richtig groß. Ja. Die ganze Szene. Und da geworden. Und da sind halt. Da war es witziger halt immer wieder zu sagen, wenn die irgendwelche Items bekommen haben, wie ein Schwert oder so, dann heben die das Schwert auf und auf der Rückseite steht vom Schwert Made in China. Und das war halt früher das halt, da heißt es Scheiß, der größte Witz, den es gibt, jo, Alter. Das glaube ich gerne. Ich hätte, glaube ich, auch gelacht. Und das hat halt jeder gemacht. Jeder hat diesen Witz gemacht. Made in China, lol. Oh, da steht Made in China drauf. Und ich als Kind musste darüber lachen. Oh, Made in China. Darüber lacht heute kein Mensch mehr. Ich würde darüber schon lachen. Also es kommt dabei drauf an, wie das rübergebracht wird, ne? Die Sache ist halt die, es wurde damals zu oft rübergebracht. Und immer wieder ausgelotet. Wenn du jetzt ein Spiel spielst, denkst du dir so, oh. Ich würde halt sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Story des Spiels sagst, das ist so das überkrasse Megaschwert, es ist überheilig und nur du kannst es führen und dann steht da halt drauf, Made in China, dann würde ich schon ziemlich lachen, doch. Das wäre ja, halt schon ziemlich das ist witzig. Das kommt ja auch oft, genau sowas kommt ja auch oft vor. Also nicht, also nur in den Fangames jetzt, ne? Die Sache ist halt, okay. Es kommt halt sehr oft vor. Also es kommt nachher so oft vor, dass du übersättigt bist davon. Ja, ich bin zum Beispiel von diesem Witz schon übersättigt. Ja gut, das kann ich verstehen. Alter, wir haben schon zwei Level gemacht hier. Ja, ich sag mal so, es gibt halt ein... Lass mal hier, wollen wir hier ein Part beenden, ist besser. Oder willst du noch einen Boss haben? Wir können den Boss noch machen, wir haben noch Zeit. Drücken wir den rein. Ne, ich meine fürs Thumbnail halt noch, meine ich. Ja, fürs Thumbnail hätte ich den Boss schon gerne. Das ist nice, weil sonst hätte ich die Zombies fürs Thumbnail genommen. Aber die kann ich eigentlich auch nehmen. Ich hatte nämlich schon einen guten Namen für den Part. Ja, wir beenden hier gleich den Part nach den Gegnern. Okay. Bloß nicht, dann geh ich durch die Tür bloß durch. Nicht durch die Tür gehen. So, wir heilen nochmal, oder? Müssen wir heilen? Nö. Müssen wir nicht. Nö. So, dann würde ich aber sagen, Leute, wir beenden hier den Part. Puh. Hoffentlich ging viel ums Essen. Ja, richtig. Viel ums Essen und viel über Fangames. Made in China und so. Ja. Aber wir reden gar nicht lange. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Part wieder. In der Endcard, Ocarina of Time verlinkt. Guckt rein, geiles LP. Freut euch, wenn ihr da reinguckt. Ihr werdet lachen, ihr werdet sehen, wie viel Scheiße wir da auch labern. Wir bedanken uns dafür fürs Reingucken und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für das Zuschauen bei Let's Play Secret of Mana mit MikoXC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Spiele ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von MikoXC und mir sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von uns beiden sehen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss nicht zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!